Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zurückhaltend hat die amerikanische Regierung auf die heutige Rede des sowjetischen Parteichefs Tschernjenko reagiert. Regierungssprecher Speak sagte, Tschernjenkos Äußerungen schienen auf den ersten Blick nichts Neues zu enthalten. Die Rede widerspreche auch nicht der amerikanischen Auffassung, dass die Möglichkeit zu einem neuen Dialog mit der Sowjetunion bestehe. Auf einer Veranstaltung für die Wahlen zum obersten Sowjet warf Tschernjenko den USA eine Politik vor, die auf Weltherrschaft gerichtet sei. Als Beispiele nannte er im Kongresspalast des Kreml das Verhalten gegenüber Libanon und Nicaragua, die Invasion der Karibikinsel Grenada sowie die Aufstellung atomarer Mittelstreckenwaffen in Westeuropa. Bei den Genfer Verhandlungen über einen Abbau chemischer Waffen könne es möglicherweise mit den USA eine Einigung geben, sagte der Parteichef vor den 6000 Zuhörern. Ein Abkommen würde einen deutlichen Wechsel in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen signalisieren. Das US-Außenministerium hat dem Attaché der sowjetischen Olympiamannschaft für Los Angeles, Jermischkin, die Einreise verweigert. Die Gründe, so hieß es, liegen ausschließlich in der Person. Offiziell nicht bestätigt wurde die Vermutung, dass Jermischkin, der schon früher in den USA war, als Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes angesehen wird. Über die Ablehnung sei Moskau schon im Dezember unterrichtet worden. Auf der Karibikinsel Grenada soll der internationale Flughafen, dessen Bau von Kuba begonnen worden war, jetzt mit amerikanischer Finanzhilfe fertiggestellt werden. Ein Sprecher in Washington sagte, der Flughafen sei wichtig für die Wirtschaft und den Tourismus der Insel. Keinesfalls wollten die USA ihn für militärische Zwecke benutzen. Präsident Reagan hatte vor der Invasion Grenadas im Oktober vergangenen Jahres den Kubanern vorgeworfen, hinter dem Flughafenbau steckten militärische Absichten. In Libanon lässt der angekündigte neue Waffenstillstand noch auf sich warten. Am Abend wurde in Beirut weiter geschossen. Aus Regierungskreisen war im Laufe des Tages gemeldet worden, Präsident Gemayel habe bei seinen Gesprächen in Damaskus mit Syriens Staatschef Assad vereinbart, dass es eine von Syrien garantierte Feuerpause geben werde. Gemayel hat sich bisher auch noch nicht öffentlich zu dem Ergebnis seiner Gespräche mit Assad geäußert. Der Wirtschaftsminister von Mosambik, Veloso, hier bei seiner Ankunft in Kapstadt, und der südafrikanische Außenminister Botha haben sich heute auf ein Sicherheitsabkommen zwischen ihren Ländern geeinigt. Da noch einige Punkte geklärt werden müssen, konnte der endgültige Text noch nicht vorgelegt werden. Beide Politiker hoben die Verpflichtung hervor, keine Aufständischen zu unterstützen, die gegen die Regierungen in Pretoria und Maputo kämpfen. Die Delegation Mosambiks war auch vom südafrikanischen Regierungschef Peter Botha empfangen worden. Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik hat sich im Februar praktisch nicht verändert. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Januar wieder bei 10,2%. Nach den Angaben der Nürnberger Bundesanstalt gab es im Februar 2.536.600 Arbeitslose. Das sind 2.700 weniger als im Monat davor. Das Angebot an offenen Stellen stieg auf knapp 80.000. Begleitet von Demonstrationen begann heute in Gelsenkirchen die vierte Tarifrunde für die rund 940.000 Arbeitnehmer der nordrhein-westfälischen Metallindustrie. Gewerkschaftsmitglieder machten lautstark deutlich, worum es ihnen geht. Doch auch nach sechsstündigen Verhandlungen waren sich Arbeitgeber und IG Metall in keinem Punkt näher gekommen. In Hamburg ließen die Arbeitgeber wegen einer Demonstration die Verhandlungen gleich zu Beginn platzen. Der amerikanische Schauspieler Jackie Coogan, der erste Kinderstar in der Filmgeschichte, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Coogan hatte 1920 in dem Film The Kid von Charlie Chaplin die Hauptrolle gespielt. Nach diesem großen Erfolg spielte er in weiteren Filmen wie Oliver Twist und Tom Sawyer. In jüngster Zeit trat er vor allem im Fernsehen auf. Die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 3. März. Rasch wechselnde, vielfach starke Bewölkung mit Schnee- oder Graupelschauern. Dabei streckenweise Schnee- oder Eisglätte. Tiefsttemperaturen plus 1 bis minus 3 Grad. Höchsttemperaturen 0 bis plus 4 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen stürmischer Wind um Nordwest. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 0:30 Uhr.